Schauen wir uns einfach mal das Video von Creepypasta Punch an. Ich bin gespannt. Ich habe schon so eine leichte Vorahnung, worauf er hinaus möchte, aber schauen wir einfach mal rein. Vor einigen Tagen hatte ich ein Video über den Mukbang-YouTuber Nikocado Avocado gemacht. In diesem Video versuchte ich seriös zu erklären, warum dieser YouTuber gerade dabei ist, hier auf YouTube sich selbst umzubringen, indem er sich eben zu Tode frisst. Und ganz viele Leute von euch haben mir daraufhin geschrieben, dass ich doch bitte noch über eine wichtige Sache sprechen soll, die ich in dem Video nur kurz erwähnt habe, aber auf die ich nicht tiefer eingegangen bin. Denn viele Leute sagten, dass dieser ganze Vorfall gar nicht so tragisch ist, dass er ja einfach abnehmen könnte und dass viele der Dinge, die er eben sagt, viele seiner Leiden oder Krankheiten... Hä? Also alleine jetzt schon, ne? Bevor ich jetzt weitergucke, er kann ja einfach so abnehmen. Punkt Nummer 1 ist, dass er offensichtlich nicht die Intention hat abzunehmen, sonst würde er nicht weiter solche Videos produzieren. Punkt Nummer 2 ist, dass abnehmen nicht leicht ist. Wie kann man sowas behaupten? Und drittens, selbst wenn er abnehmen würde, diese Schäden sind ja schon auch passiert mit dem Körper und es ist halt schweine ungesund. Ich verstehe nicht, wie man sagen kann, ist ja alles gar nicht so schlimm. Ihr müsst euch echt mal angucken, bei Google oder so, so was so Folgen von Übergewicht sind und auch Übergewicht in kurzer Zeit. Das ist halt wirklich literally lebensgefährlich, deswegen... Oha, verstehe ich solche Aussagen nicht. Krankheiten, die er beschreibt, nichts weiter sind als Fake-Geschichten, die er sich für Erfolg oder Reichweite ausgedacht hat. Und da ich immer wieder nun diese Nachrichten gekriegt hatte, möchte ich sie hier einmal für euch beantworten und euch erklären, warum Nikocado Avocado nicht nur ein YouTuber ist, der sich hier auf YouTube umbringt, sondern der auch von seiner Community gezwungen wird, dies zu tun. Denn zunächst gucken wir einmal an die Geschichte, dass er eben alles, was er sagt, alle seine Leiden... Also ich weiß jetzt nicht, worauf er hinaus möchte, vielleicht sind da noch Fakten, die ich nicht kenne, aber er wird ja alleine schon indirekt dazu gezwungen, weil jeder diesen Mist anklickt. Ich habe diesen Mist angeklickt, nur um einen Kommentar zu schreiben, dass die Leute aufhören sollen, diesen Mist anzugucken, weil, wenn man wenigstens aufhören würde, das anzuschauen, dann würde er auch verstehen, vielleicht, hoffentlich, dass er nicht so viel Massen essen muss und braucht und sollte, nur um Klicks zu generieren. Und das ist halt irgendwie, also Real Talk, ich habe das wirklich nur angeklickt, um das da reinzuschreiben und ich verstehe halt nicht, wie man das anklicken kann, um sich wirklich reinzuziehen, wie ein Typ sich so voll frisst und dabei halb drauf geht. Verstehe ich nicht. Sich nur ausgedacht hatte. Ich erwähnte ja, dass er eben durch sein Übergewicht schlimme... Ja, er hatte gerade eine Nasenbeatmung. ...eine Verletzung schon erlitten hatte. So sagte Nikocado selbst in einem seiner Videos, dass er sich eben 3 Rippen gebrochen hatte, aufgrund seiner schnellen Gewichtszunahme. Lasst euch das mal bitte durch den Kopf gehen. Ja, das ist krank, Stefan. Das ist richtig krank. Deswegen, ich hab's euch vorher gesagt, mich hat das so verstört, ne? Überlegt mal, so ein junger Mann stirbt einfach fast für Klicks. Dass dies passiert ist, ist durchaus denkbar, denn durch seine extrem schlechte Ernährung, nicht nur dadurch, dass er eben so schnell Gewicht zugenommen hatte, sondern da er sich nun schon über Jahre wirklich schlecht ernährt von viel Junkfood, von vielen Süßigkeiten, ist es nun mal so, dass den Knochen des Menschen dann eben viele Vitamine, viele Mineralien oder Calcium fehlen und sie deswegen auch porös oder leichter brechen können. Es ist also durchaus möglich, dass durch seine falsche Ernährung seine Rippen poröser geworden sind und durch sein eigenes Gewicht dann nicht mehr viel gebraucht wurde, dass sie brachen. Es ist also absolut denkbar und vorstellbar, dass er sich wirklich durch sein Gewicht Rippen gebrochen hatte. Was dagegen spricht, ist allerdings sein Verhalten. Denn ihr müsst wissen, wenn man sich wirklich Rippen bricht, dann ist das unfassbar schmerzhaft. Leute, die sagten, dass sie sich Rippen gebrochen hatten, selbst nur eine oder zwei, sprachen davon, dass sie sich kaum bewegen konnten, dass jeder Atemzug extrem schmerzte und sie eigentlich ans Bett gebunden waren. Oh mein Gott, stellt mal vor, boah, das wäre richtig krank. Er macht das alles und ist sich auch dem bewusst, aber übertreibt das auch extra, zum Beispiel sagt, dass seine Rippen gebrochen wurden, weil Leute dann genau solche Videos wie jetzt Creepypasta Punch erstellen und halt sagen, boah, der bringt sich selber oben krass und so. Umgekehrte Psychologie, versteht ihr, was ich meine? Stellt mal vor. Aber es wäre trotzdem richtig krank. Das Bild von vor 5 Jahren ist ja, das ist ja real, das habe ich euch gerade gezeigt und das jetzt 5 Jahre danach, das ist ja, also das kannst du ja nicht faken oder so, sondern er hat ja wirklich unglaublich viel Gewicht in kürzester Zeit zugenommen
und was halt schweineungesund ist. Da gibt es keinen drumherum. Aber wenn er das jetzt extra noch so pusht und auf diesen Schock hinaufarbeitet und extra so schockierende Sachen bringt und auch sich mit so einer Atemmaske zeigt, sage ich jetzt mal, weil dann Leute da extra draufklicken, weil die das so crazy finden, das wäre noch, das würde dem Ganzen noch einen oben draufsetzen. Sie wollten nicht aufstehen, sie wollten nicht umhergehen. Manche Leute brauchten sogar Hilfe von anderen, die ihnen alles ans Bett brachten, weil die Schmerzen so stark waren. Nico Cardo sagt selbst, dass er eben Schmerzen durch diese gebrochenen Rippen hatte, zeigt sich dann aber in den Videos, wie er umhergeht, wie er herumzappelt, wie er seltsame Dinge mit seinem ganzen Oberkörper tut, ohne auch nur ansatzweise Anzeichen davon zu geben, dass er Schmerzen hätte. Wenn er wirklich gebrochene Rippen hätte, dann müsste man eigentlich solche Szenen von ihm nicht sehen können. Ich will natürlich hier nicht sagen, dass er das Ganze erlogen hatte. Es wirkt nur seltsam. Man kann ihm das Ganze glauben oder nicht. Ich denke, dass es jedem selbst überlassen. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Momente, wo er sich Geschichten ausgedacht hatte. Auch die anderen Dinge, die er so in seinen Videos zeigt. Sie können wahr sein, sie können nicht wahr sein. Natürlich zeigt er und erzählt er diese Dinge für Aufmerksamkeit, für Erfolg, für Klicks. Doch viele von euch sagten nun, dass er doch einfach abnehmen könnte. Dass er doch überhaupt nicht in solch einer lebensgefährlichen Situation ist, weil er ja jederzeit aufhören könnte, das Junkfood zu essen und grundsätzlich abnehmen kann, indem er Sport macht oder gesunde Dinge zu sich nimmt. Doch eine Sache müsst ihr wissen, denn er ist nicht nur dabei, sich hier auf YouTube selbst umzubringen, sondern er wird auch von seiner Community dazu gezwungen. Denn Nico Cardo sagt selbst in einigen Videos, dass es die Schuld seiner Zuschauer ist. In einem Breakdown, den er mal in einem Video hatte, also in einem Video, wo er wirklich in Tränen ausbrach und einfach frei heraus erzählte, was ihm durch den Kopf ging, warf er seinen Zuschauern vor, dass sie schuld daran sind, dass er zu dem geworden ist, was er jetzt ist und dass sie auch schuld daran sind, dass er davon nicht mehr loskommt. Und auch wenn das jetzt erstmal wie eine Anschuldigung klingt, um die Schuld von sich selbst zu weisen, hat er damit teilweise auch wirklich recht. Denn einerseits, wie ich im letzten Video schon erwähnt hatte, kann er nicht davon loskommen. Er kann nicht einfach jetzt aufhören mit seinen Videos, weil er dann keine Klicks mehr kriegen würde. Wenn er anfangen würde, gesunde Dinge zu sich zu nehmen, Mukbangs macht, wo er Obst isst, würden die meisten Leute seine Videos nicht mehr gucken. Der Grund, warum er erfolgreich ist, lag in erster Linie darin, dass er hohe Mengen oder große Mengen an Essen zu sich nahm und mittlerweile liegt er darin, dass Leute interessiert sind, was er jetzt schon wieder macht, wie er jetzt schon wieder rumzappelt, was für seltsame Anfälle er jetzt schon wieder hat und ob er wieder zugenommen hat. Sprich, seine Community jetzt besteht nicht nur aus Leuten, die sehen wollen, wie er mehr und mehr ist, sondern sie besteht auch aus Leuten, die toxisch sind und sehen wollen, was aus ihm passiert. Sie wollen sehen, dass er immer und immer schlechter wird. Also, und die Sache, wenn du das neutral betrachtest und dir das einfach mal anguckst oder so, und der wird doch bestimmt mit ein paar Millionen Abos einen YouTube-Betreuer haben für den, einen individuellen, den hat man glaube ich schon ab 100.000, da muss man doch mal einfach sehen, dass da irgendwas ist, was zu weit geht, oder? Die Sache ist folgende, der Nico Cardo Avocado hat selber gesagt, dass er versuchte abzunehmen. Er hat bereits in der Vergangenheit versucht, Gewicht zu verlieren, um ein gesünderes Leben zu haben, weil er wahrscheinlich natürlich auch selber weiß, dass er in hoher Gefahr ist, zu sterben an der ganzen Sache. Doch das Ganze ist nicht so einfach, denn er sagte damals, dass er angefangen hat, sich gesünder zu ernähren, ein wenig Sport getrieben hat und dadurch tatsächlich auch schon nach kürzester Zeit einige Pfund verloren hatte. Doch auch wenn er ein paar Pfund verloren hatte, nahm er danach viel mehr wieder zu. Er sagte, dass er für jeden verlorenen Pfund, sprich für jeden Pfund, den er abgenommen hatte, 19 Pfund wieder raufgelegt hatte. Ihr müsst es euch quasi so vorstellen, wenn ihr jetzt abnehmen würdet und ihr würdet 1 Kilo abnehmen, würdet ihr danach erstmal wieder 5 Kilo draufpacken, sprich ihr würdet insgesamt viel mehr zunehmen, als ihr vorher abgenommen habt. Der Grund dafür liegt nicht darin, dass er eben einen Jojo-Effekt hatte oder dass es an seinen Videos oder dergleichen grundsätzlich liegt. Der Grund dafür waren seine Community, und zwar seine Zuschauer. Denn Nico Cardo sprach davon, dass in dem Moment, wo er abgenommen hatte, in dem Moment, wo er also Gewicht verloren hatte, er das Gefühl hatte, er würde seine Community enttäuschen. In dem Moment, wo er also Gewicht verlor, hatte er das Gefühl, wenn er das jetzt tut, wenn er versucht, ein gesundes Leben zu führen, dann ist er nicht nur dabei, seine Community zu verlieren, weil diese Leute eben sich nicht mehr für ihn interessieren, er hatte auch noch auf einer emotionalen Ebene das Gefühl, dass seine Zuschauer dann menschlich von ihm enttäuscht wären. Und deswegen entschied er sich danach wieder zu... Was?
Ich bin so sprachlos, ne? Zu nehmen, sogar off-camera viel zu essen, um noch mehr Gewicht draufzupacken, um eben noch mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen und seine Zuschauer glücklich zu stellen. Und das ist das, was ich meine mit dem YouTuber, der es nicht schafft, da rauszukommen. Mit dem YouTuber, der von seiner Community in den Tod getrieben wird. Denn Nicocado Avocado ist dabei, immer und immer mehr zuzunehmen, weil er seine Community glücklich stellen will. Ihn halten also von dem Abnehmen letztendlich... Seid mir nicht sauer, aber ich finde, das ist trotzdem nicht die Schuld seiner Community... Also natürlich, es ist absolut auch die Schuld der Community, die einfach nur extrem dumm und dämlich sind. Aber ich sag mal so, wenn du ins Internet Videos stellst und dann, wie er jetzt, deine Community glücklich stellen möchtest, dann hast du, finde ich, in meinen Augen psychisch so einen Knacks, dass es absolut... deine eigene Schuld ist, weil, machen wir uns nichts vor, im Internet gibt es viele Vollidioten. Natürlich, eine Community ist etwas Wichtiges und man möchte natürlich auch seine Community zufriedenstellen. Aber wenn das so weit geht und über solche Entscheidungen, die auch aufs Privatleben Einfluss haben, hinausgeht, dann ist es alleine seine Sache eigentlich, oder nicht alleine, klar, die Community ist halt auch einfach scheiße, was das angeht, ist einfach so, aber es liegt einfach an ihm, das zu ändern und auch die Einstellung, wie er damit umgeht, zu ändern und zu sagen, ey, am Ende des Tages ist mir scheißegal, ob ich jetzt meine Community enttäusche, aber ich würde hier gerne noch ein paar Jahre länger auf der Erde verbringen und nicht an Übergewicht, Herzstillstand oder sonst was erleiden, wisst ihr, wie ich meine? Also das ist wirklich krass. Die zwei Dinge ab, dass es einmal schlecht für sein Geschäft wäre, das Geschäft, wovon er extrem profitiert, was man ihm erkennen kann. Alleine der Slogan, den er sagte mit "Ihr seid daran schuld, it's your fault", hat er ebenfalls auf T-Shirts gedruckt, die er in seinen Videos trägt und die er eben auch verkauft. Das bedeutet, einerseits hängt sein Geschäft natürlich davon ab. Ich fühle die Argumentation aber nicht. It's your fault. Das Internet ist nun mal leider toxisch. Ist einfach so. Es ist so. Das trägt und die er eben auch verkauft. Das bedeutet, einerseits hängt sein Geschäft natürlich davon ab, aber andererseits hat er eben auch von der Persönlichkeit her das Gefühl, dass er seiner Community und den Leuten schuldig ist, die seine Videos gucken. Und man kann die ganze Sache... Das hört sich ja sympathisch an, so. Klar, man will seinen Communities recht machen. Ich möchte es auch euch recht machen. Ich würde jetzt nicht über euch hinaus irgendwas entscheiden oder so, was vielleicht gar keiner will oder so. Aber am Ende des Tages sitze ich immer noch am längeren Hebel und kann immer noch entscheiden, was ich jetzt wie durchsetze. So, es ist immer noch... Natürlich, wie gesagt, ihr habt eine hohe Bedeutung, was sowas angeht, weil ich möchte natürlich, dass euch der Content gefällt, dass ihr auch da Spaß daran habt. Aber am Ende des Tages ist es immer noch mein Twitch und mein YouTube-Kanal und ich habe immer noch 100%igen Einfluss und Entscheidungsgewalt darüber, was und wie ich Dinge hochlade. Ist nun mal so. Und deswegen, es liegt alleine an ihm. Jetzt auf zwei Arten betrachten. Einerseits ist er natürlich schuld an seiner Situation. Er muss das Ganze nicht auf diese Weise machen. Es ist in seiner Hand, sich zu entscheiden, dass er etwas anderes versucht. Er ist... Um das vielleicht noch mal zu korrigieren, es liegt zwar alleine an ihm, klar, aber wenn er vielleicht auch in der Psyche... Also, wie gesagt, meiner Meinung nach hat er einen psychischen Knacks weg, weil jeder Mensch, der einen gesunden Menschenverstand hat, würde an solchen Punkten verstehen, okay, das geht jetzt zu weit. Ich priorisiere Geld unter Gesundheit, priorisiere Klicks auf YouTube und Abonnenten unter Gesundheit, weil Gesundheit müsste einfach an erster Stelle stehen. Wer das nicht so sieht, das ist dann wirklich krankhaft in meiner Meinung nach. Und wenn er vielleicht selber nicht vom Kopf her ist in der Lage, das einzusehen und das zu verändern von sich aus, dann finde ich, muss natürlich, und das wäre wünschenswert, entweder die Community aufhören, sowas zu fordern und zu schauen. Deswegen habe ich auch kommentiert, hört auf, das zu gucken. Auf Englisch, stop watching this. Oder dass YouTube eingreift. Dass YouTube sagt, ey, ganz ehrlich, das ist einfach Content. Das wird zu krank. Das wollen wir nicht supporten. Oder zumindest die Community in irgendeiner Form einschränkt. Ist leider nicht der Fall. Deswegen, ja, sehe ich auch die Community und YouTube in einer Verantwortung, weil er halt selber das nicht erkennen kann, offensichtlich. Aber die Quelle liegt natürlich ganz klar bei ihm, ne? Ist nicht auch auf diesen Kanal angewiesen. Denn ja, selbst wenn dieser Kanal nicht mehr laufen würde, er zählt mittlerweile aufgrund seines Gewichtes nach eigener Aussage als körperlich behindert. Er hätte also Anspruch auf Sozialhilfsleistung, das heißt, selbst wenn sein Kanal untergehen würde, würde er immer noch Geld kriegen. Und höchstwahrscheinlich hat er durch diesen Kanal schon so viel Geld angesammelt, dass Geld für ihn sowieso kein Problem sein müsste. Er müsste sich also keine Sorgen um die Zukunft machen. Er könnte also ohne Probleme natürlich jederzeit damit aufhören. Doch er hat sich so an diesen Kanal, an den Erfolg, an das Geld und an seine Community gekettet, dass er von sich aus es nicht schaffen wird, so wie er in der Vergangenheit eben bewiesen hat, aus diesem Teufelskreis zu entkommen.
Er wird nicht aufhören, denn wie ihr gesehen habt, selbst wenn er es versucht, nimmt er einfach stattdessen wieder zu. Die Personen, die jetzt nämlich schuld sind an der ganzen Sache, beziehungsweise die Personen, die es letztendlich in ihrer Macht hätten, ihm zu helfen, sind die Leute, die seinen Content wirklich aktiv gucken. Man könnte jetzt sagen, dass... Weil er selber nicht in der Lage ist, das einzusehen, das stimmt. Jeder einfach aufhören soll, seine Videos zu gucken. Doch dies... Es gibt ja offensichtlich, weil er immer weitermacht, er macht immer weiter. Es gibt offensichtlich keinen anderen Weg, als dass Außenstehende, also entweder die Community oder YouTube, irgendwie Einfluss auf ihn nimmt. Einen anderen Weg gibt's offensichtlich nicht, weil er selber zu bescheuert ist, das zu erkennen. Das würde nicht passieren. Wir, wie ich vermute, sind nicht die Leute, die seine Videos grundsätzlich verfolgen, sondern er hat eine extrem toxische Community. Er hat eine Community, die eben aus Menschen besteht, die unter seinen Videos kommentieren. Er soll... Also ich glaube, die bessere Möglichkeit wäre sogar, einfach gar nicht mehr seine Videos zu gucken. Das ist zwar lieb gemeint sowas, aber pusht halt auch noch zusätzlich den Algorithmus und seine Videos, wodurch er wiederum sieht, oh, ist Aufmerksamkeit, cool, mache ich weiter, bringt viel Cash. Ich glaube, das Sinnvollste wäre halt wirklich, aber soweit müssen die Leute erstmal kommen und ich glaube, das wird nie passieren leider, weil das einfach Sensationsgeilheit in unserer Gesellschaft ist, gar nicht mehr seine Videos zu gucken. Wenn es einen interessiert, wie es ihm geht, hier, Creepypasta Punch hat Videos dazu gemacht, kann man sich die reinziehen. Das supportet man wenigstens Creepypasta Punch und nicht ihn. Nicht, dass man ihn nicht supporten sollte, so meine ich das nicht. Aber dass er halt einfach irgendwann selber sieht, dass nicht so mit seinen Videos weitergehen soll. Eine Community, die eben aus Menschen besteht, die unter seinen Videos kommentieren, er soll mehr essen. Er muss viel mehr essen. Er soll eben mehr Verletzungen kriegen. Leute, die vorschlagen, dass er mal eine 20.000 Kilokalorien Challenge machen soll oder eine 100.000 Kilokalorien Challenge. Dort sind also Leute in den Kommentaren seiner Videos, die wirklich aktiv mit ansehen, wie es dem YouTuber, den sie verfolgen, immer und immer schlechter geht. Diese Leute sehen natürlich ganz klar, dass es ihm schlechter geht. Diese Leute kommen auch häufig durch andere Videos, die sich über ihn lustig gemacht hatten, zu seinem Kanal und wollen die ganze Situation noch weiter verschlimmern. Und diese Leute zwingen ihn quasi in seiner eigenen Fantasie, wo er ja seine Community glücklich stellen will, dazu weiterzumachen. Sprich, auf diese Weise stimmt es tatsächlich. Seine Community, die Leute, die seine Videos gucken, die sie liken, die sie kommentieren, sind die Leute, die gerade dabei sind, ihn in den Tod zu treiben. Die Leute, die sich angucken, wie er davon erzählt, dass er jetzt eben Rippen gebrochen hat und dabei lachen. Die Leute, die sich anhören, wie er sagt, dass er mal wieder 10 Pfund zugenommen hatte und sich darüber freuen und ihn in den Kommentaren anstacheln, weiterzumachen. Ich weiß nicht, wie man am Ende über die ganze Sache denken wird. Ich weiß nicht, wie sich die ganze Sache noch entwickeln wird. Aber wenn es weiter so läuft, dann habe ich ja, wie ich im letzten Video schon erwähnt hatte, die böse Vermutung, dass in einigen Jahren Nikocado Avocado nicht mehr da sein wird, um Videos zu machen. Dass er entweder komplett sein normales Leben aufgeben muss, weil er körperlich nicht mehr in der Lage ist, Videos zu machen, oder weil er eben sogar vielleicht an dieser ganzen Sache gestorben ist. Und dann liegt es daran, herauszufinden, wer wirklich daran schuld war. War hauptsächlich natürlich er, aber wenn er selbst nicht in der Lage ist, dann muss man versuchen, das über die Community oder über YouTube Support oder so hinzukriegen. Sehr gutes Video von Creepypasta Punch hier, Leute. Schaut mal rüber bei meinem Kommentar, lasst ein Like da.